Also manchmal denkt man auch so, oh Scheiße, warum geht das jetzt schon wieder nicht? So, ich gucke so in die Welle raus. Ich denke, was ist das denn? Da steckt das hier unten drin. Das ist auch kein Wunder. Eigentlich bin ich jetzt schon beruhigt, weil es ja nichts Schlimmes dann. Baue eine neue Tachowelle ein und dann ist gut, ne? Ja, das mache ich jetzt mal. Ja, erstmal alles wieder wegbauen hier, ne? Nützt ja nichts. So komme ich gut ran. So komme ich da gut ran. Ach so, das ist zum Beispiel ein Nachbautacho. Das Ding funktioniert, aber hat eben einen Plastikkörper. Der ist nicht mehr aus dem Blech. Das ist auch immer so ein Ding, ne? Da legst du die Dinger nebeneinander. Ja, und die neuen sind halt ein paar Zentimeter kürzer. Ich meine, das reicht noch, aber trotzdem. Es ist doch merkwürdig, nicht wahr? So, weil man da das Ding nicht richtig reinschieben kann, ohne dass die kleine Schraube oben runterfällt, kurz mit Tesa ankleben, kann man dann ja wieder rausziehen. So, hier nochmal festgeschraubt, dieses Teil hier, das ist hier Messingfarben, das ist, es gibt verschiedene Ausführungen. Wenn das mal nicht hinhaut und sozusagen das kurz ist, kann man diese untere Schraube, die hier reingeschraubt wird, oben oder unten ein bisschen kürzen, damit die Seele da länger reinkommt und der Vierkant unten auch greift. So, das war's schon wieder. Jetzt noch zusammenschrauben, fertig. So, alles wieder fertig. Jo. Leute, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Fahrt vorsichtig. Wir hoffen, dass das Wetter auch gut wird an diesem Wochenende.